So, dann lasst uns mal überlegen, was wir jetzt Schönes als erstes bauen. Ich würde sagen, wie gesagt, wir brauchen ja ein paar Gebäude. Ich bin gerade überlegen. Wir zeichnen erstmal alles an. Ich würde sagen, wir bauen das Holzfällerlager, bauen wir mal hier hin. So, wir sammeln mal eben das ganze Stroh hier ein, weil ich weiß nämlich nicht, ob das verschwindet, wenn wir jetzt hier nicht das Holzfäller, ja doch, das Holzfäller, den Holzfäller hinbauen, nicht das Lager, hier kommt der Holzfäller hin. Wir nehmen mal hier eben alles weg, nichts verschwenden. So. Ja, den Baum lassen wir noch mal stehen. So, also wie gesagt, da ist das Dorf. Ich würde sagen, wir packen hier, aber mal gucken, hier kriegen wir doch bestimmt das Lager rein oder den Holzfäller. So, dafür müssen wir auch wieder hier unten auf Gebäude gehen und dann Produktionsstätten. Und dann haben wir hier die Sammlerhütte. Die Holzfällerhütte, dann haben wir noch den Bergbauposten, eine Jagdhütte, was wir aber alles noch nicht bauen können. Die Fischerhütte, Schmiede, Schmiedewerkstatt, einfache Brauerei und Papiermacher. Wir bauen erstmal die Holzfällerhütte. So, die passt doch hier schon schön hin. Wir drehen die noch mal ein bisschen. So. Ich würde sagen, so passt das doch, ne? Hier schön am Weg entlang. Da geht es direkt in den Wald rein. So passt das. Okay, dann haben wir die Holzfällerhütte jetzt. Und die ganzen Lagerstätten, die wir brauchen, die würde ich gerne in der Mitte vom Dorfzentrum haben. Dafür müssen wir dann erstmal hier die ganzen Hütten abreißen. So. Ist ja nicht schlimm, gibt ja Mats dafür. So. Das ist auch alle weg. So. Fangen wir doch hier schon mal an. Und zwar, was bauen wir denn hier hin? Was brauchen wir denn? Was ist denn am wichtigsten? Ja, wie gesagt, Holzfällerlager. Irgendwo müssen wir die Holzstämme ja lagern können. Oder baue ich das doch da hinten mit hin? Aber ich hätte die ganzen Lagerstätten schon gerne zusammen. Dann brauchen wir nicht so viel hin und her laufen. Aber Sinn machen würde das wahrscheinlich. Nee, das Holzfällerlager. Also das Holzlager packen wir da hinten neben den Holzfäller. Und jetzt kommt hier hin. Wie gesagt, wir brauchen so Lagerstätten, Lagergebäude. Was haben wir denn hier unten? Dienstleistungsgebäude. Was sind denn Dienstleistungsgebäude? Ach, Gasthäuser und so, okay. Und hier haben wir Lagergebäude. Also, wir haben allgemeines Lager, brauchen wir. Guck mal eben. Wird in jedem Dorf benötigt, um verschiedene Rohstoffe, Werkzeuge und Gegenstände mit Hilfe der Dynastieproduktion herstellen und lagern zu können. Einige Arten, genau, das ist allgemeines Lager. Da kommen die ganzen Werkzeuge und so rein, die die Bediensteten brauchen zum Arbeiten. So, wollen wir mal gucken, da ist der Eingang. Wir setzen das mal hier so an die, ja, wir setzen das mal hier so hin. Ja. So, dann haben wir das, dann brauchen wir noch das Nahrungslager auf jeden Fall.
So, da kommt hier das Nahrungslager hin. Und dann brauchen wir noch das Wasserlager oder den Wasserspeicher. Den setze ich mal hier hin. Boah, komm, jetzt sag nicht, du passt hier nicht hin. Was? Ja, yeah, oh, jetzt doch da. Bin ich zu nah? Wieso geht das nicht? Komm schon. Ach, das finde ich aber jetzt doof. Ah, einen Moment. Irgendwie will der nicht. Er leuchtet zwar immer mal wieder so eben auf, aber komm, vielleicht sind, na. Was? Ja, ich glaube, wir stehen hier ein bisschen zu nah, ne? Dann drehen wir nochmal komplett. Oh, schau, da, ja doch, hey, ja komm, wir bauen es dahin. Anders geht's nicht. Ja, da muss genug, ah, okay, aber man kann hier überall noch durchlaufen, vorbeilaufen, ne? Ja, das geht. So, also wir haben das Nahrungslager, wir haben das Holzfäller, wir haben das Wasserspeicher, wir haben ein allgemeines Lager, wir haben das Holzfällerlager, uns fehlt jetzt noch, lasst mich nicht lügen, irgendwas fehlt uns noch. Da, Holzlager. Ja. Mal gucken, das hätte ich dann natürlich hier hinten irgendwo mit dabei. Oder hier so, ne? Das hier wird das ja auch Sinn machen. Machen wir doch einfach hier das Holzlager hin. So, direkt neben Arkus Haus. Dann hat die es auch nicht weit von hier zur Arbeitsstätte und von da kann sie das Holz dann hier ins Lager bringen. Rein theoretisch. Gut. So, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal auch wieder ganz viel Holz und ganz viel Matsch. Was machen wir denn als erstes? Ich glaube, als erstes machen wir das Holzlager hier, weil da kann ich dann auch das Holz nachher zu Brettern und alles verarbeiten, was wir noch so brauchen. Das geht dann schneller, als wenn wir das in meinem Inventar machen. Okay. So, wir brauchen 6 Holzstämme. Das sollte das kleinste Problem sein. Wie gesagt, eigentlich, ja, ich hoffe, die wachsen alle irgendwann nach. Sonst wäre das ein bisschen blöd, wenn das hier dann alle so kahl aussieht, ne? Habe ich alle? Ich glaube wohl, ne? Oder wird schon wieder dunkel? So, jetzt brauchen wir natürlich Bretter. Haben wir natürlich auch nicht genug. Ja, ich glaube, ich gehe erstmal wieder eine Runde pennen. Wir können auch, glaube ich, hier im Haus pennen.
So, Akku ist noch nicht da. So. Hey. Hat die mich jetzt aus dem Bett geschmissen oder haben wir 8 Stunden geschlafen? Ist immer noch stockduster, ne? Was sagt denn die Uhrzeit hier? Das können wir, glaube ich, auf der Karte sehen. Frühling, ja, eins, ja, Nacht. Ja, aber wie spät? Haben wir keine Uhrzeit hier, dass man so ungefähr weiß, wann die Sonne aufgeht? Und das, liebe Entwickler, falls ihr das mal zufällig sehen solltet, also bitte, bitte, bitte macht eine scrollbare oder verschiebbare und Map und dass man rein und raus zoomen kann. Also das finde ich eine echte Katastrophe. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich hier nicht reinzoomen kann, oh, da brauche ich ja bald Herztabletten. So. Dann haben wir hier noch ein paar Legenden. Und das, klar, wenn wir das dann alles entdeckt haben, wenn wir hier mal so ein bisschen auf Erkundungstour gehen, so nach und nach, dann kriegen wir das auch alle aufgedeckt hier. So, jetzt Mahlzeiten. Ja, guck mal, hier Zufriedenheit. Gehen wir hier auf die Bevölkerung. Was ist das hier hinten mit dort? Ah, was haben wir denn hier? Ah, okay. Zufrieden. Nächste Jahreszeit enttäuscht. Okay, ja, das ist klar. Weil die noch keinen Arbeitsplatz hat, ne? Und dann fehlt natürlich auch das ganze Essen und Getränke fehlen natürlich auch noch, was die gute Akku alle braucht. Ich finde das schon doof, dass das jetzt immer noch so dunkel ist. Aber wir wollen, ich will jetzt nicht nochmal schlafen gehen, weil dann haben wir wahrscheinlich mittags oder so. Da werden wir uns jetzt, glaube ich, so ein bisschen durchkämpfen, hier im Dunkeln mal ein bisschen Holz fällen. Ich hoffe ja doch, dass ihr ein bisschen was sehen könnt. Ah, guck, da gibt's Pilze. Die sammle ich jetzt aber nicht ein, weil das kostet mich nämlich auch wieder einen Inventarplatz. Weil, ich weiß nicht, ob ich das schon erklärt habe, es gibt nämlich kein Gewichtslimit. Ja, also vom Gewicht her können wir so viel tragen, wie wir wollen. Das wird einfach nur durchs Inventar eingeschränkt. Wenn das Inventar voll ist, ist das Inventar voll und dann können wir auch nichts mehr mitnehmen. Deshalb macht es eigentlich Sinn, wenn man so Holz hacken geht oder so später, das Inventar leer zu haben. Aber im Moment haben wir ja noch keine Möglichkeiten, die ganzen Sachen aus dem Inventar abzulegen. Brauchen ein paar Bretter, brauchen wir. Man kann es auch übrigens hier einfach so rausziehen, ne? Das geht natürlich auch. So. Ah, guck, die Sonne geht auf. Gut, dass wir nicht noch mal geschlafen haben. Dann hätten wir nämlich noch mal 8 Stunden geschlafen und dann wären wir wahrscheinlich irgendwann mittags aufgewacht. Und das wäre nicht so schön gewesen. So.
Ein Brett fehlt jetzt. Echt, Leute? Na gut. Aber wir können ja erstmal hier die Tür machen. Wir können also den Eingang hier offen lassen, so wie er ist. Oder wir gehen hin und setzen da eine linke Tür und hier eine rechte Tür rein. So. Also, pass auf, wir machen noch mal zwei Holzstämme hier. Da gehen da viele Bretter drauf. War doch nicht nur zwei, das waren Stöcker. Ich dachte gerade schon. Nee, jetzt fehlt schon wieder ein Brett. Das gibt es doch wohl nicht. Ach, okay. Jetzt müssen wir das Dach machen. Ja, da brauchen wir noch mal 8 Bretter. 2 Holzstämme. Okay, wir haben auf jeden Fall Mats genug. Wir müssen gleich nur noch mal Bretter machen. So, wir müssen jetzt 6 Bretter machen. Ich glaube, ein Holzstamm gab 6 Bretter, ne? Bin ich sicher. Also hier an der Werkbank bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich aus einem Baumstamm 6 Bretter kriege. Aber ob das jetzt hier auch 6 sind, werden wir sehen. Aber ich glaube nicht. Hier sind es, glaube ich, weniger. Drei. Hier gibt es so 3 Bretter. Okay. Aber das testen wir gleich, wenn wir fertig sind. An der Werkbank sozusagen oder an der Hobelbank hier. Ich meine, da gibt es 6 Bretter, wenn wir das hier machen. Deshalb macht das Sinn, hier das Ding als erstes zu bauen, weil man dann einfach viel mehr Materialien aus den Baumstämmen rausholen kann. So. So, der ist fertig. Jetzt müssen wir hier noch fertig bauen. Hier brauchen wir... Ja, und schon wieder Bretter. Also 2 Holzstämme. So. Damit ist das fertig und jetzt können wir nämlich hier, wenn ich den Hammer weglege, einzelne Sachen herstellen. Also wir können jetzt hier Stöcker herstellen, ne? Da brauchen wir dann, wir können Rinde herstellen oder Brennholz besser gesagt. Hier können wir dann Bretter herstellen. So, wir machen jetzt mal und was man hier auch drauf achten muss, ist, es gibt verschiedene Holzarten und man kann natürlich nur die Bretter aus dem Holz machen, welches man hat. Ne? Es gibt dann noch den Lauchbaum und Obstbaum, hochwertigen Nadelbaum und den normalen, hochwertigen Lauchbaum und natürlich den Nadelbaum, den normalen, den wir im Moment haben. So, jetzt gucke ich aber erst noch mal im Inventar, ganz sicher, wir haben 2 Bretter. So, wenn wir jetzt einen Baumstamm nehmen, wie gesagt, ich bin der Meinung, da kämen 6 raus. 6, ja, also das Doppelte, ne, an Brettern. Also, wie gesagt, sinnvoll, das Ding hier als erstes zu bauen, dann habt ihr ja nicht so viel Verschwendung an Holzstämmen. Das macht auf jeden Fall Sinn. So, das Ding ist fertig. Jetzt können wir natürlich, bevor ich das vergesse, so gehen wir hier in Dynasty rein. Arbeitsplätze. Wieso wird der hier nicht angezeigt? Einen Moment. Akku.
Erwachsener, arbeitslos. Koch. Wieso kann ich den denn jetzt... Muss ich erst... Nein, ich will den nicht als Koch zuweisen. Die soll hier arbeiten. Die Hütte ist doch fertig, ne? Ja. Vielleicht muss ich erst das Holzlager fertig bauen. Das kann natürlich auch sein. Das haben wir im Stream natürlich... Im Stream haben wir nämlich das Holzlager hier zuerst gebaut. Holzstämme, 9 Stück. Hallo, Axt. So. So, wie viel haben wir jetzt? 2, 4, 6, 8, ein Baumstamm fehlt uns noch. Aber wir haben noch Platz. Ach, wir haben noch ordentlich Platz. Wir können noch ein paar Baumstämme mehr mitnehmen. Werden wir sowieso brauchen. So, jetzt brauchen wir natürlich Bretter, haben Pillen 2 Stück, okay. Aber wie gesagt, wir können die jetzt ganz schnell hier machen. Ich vergesse immer den Bauhammer außer Hand zu nehmen hier. Darfst du nämlich kein Werkzeug in der Hand halten, sonst fluppt das nicht. So. Wir brauchen so, wie sie kommen. Nee, 4 Stück. Wir brauchen sowieso noch ein paar Bretter. Muss ich das überhaupt? Ja, ne? Woher? So. Was? Bambus? Büro, ja. Ist kaputt gegangen. Wo kriegen wir denn jetzt Bambus nochmal her? Ah, ich weiß, da hinten bei den Kirschblüten. Guck mal, jetzt auch noch ein bisschen verbrannter Zaun, ne? Hier ist auch noch eine verbrannte Fackel. Komm, das... Reißen wir doch direkt ab. Was? Kann ich nicht?
Muss ich echt das Gras erst wegmachen hier? Komm. Oh. Oh, ganz schöne Reichweite hier. So. Nehmen, das kriegen wir nicht weg. Okay. Und das können wir abreißen. So, wir brauchen Bambus, hatte ich gesagt. Und Bambus gab es hier oben. Genau, hier ist Bambus. Das sind Kirschblütenbäume. Die kann man aber auch nicht fällen. Weil, ich glaube, die sind heilig, ne? Kirschblüten. Und die machen aus den Kirschblüten, machen die ein Likör. So, Bambus, Bambus. Hier gibt es doch bestimmt noch mehr Bambus. Ja, hier gibt es noch mehr Bambus. Mal eben warten, bis die Ausdauer wieder voll ist. Oh, mehr Ausdauer. Kann sein, dass Bambus mehr Ausdauer verbraucht als die normalen Baumstämme? Guck, da steht noch eine Hütte. So. Ja, das reicht, glaube ich, erstmal am Bambus, oder? Ja. Würde ich sagen. Ich komm, hier mal ein bisschen was essen. Fisch können wir auch essen. So, das war's, ne? Dann haben wir auch nichts mehr zu futtern. So. Es gibt hier oben noch Bambus? Nee. Ah, okay, das ist das. Hier ist, wie gesagt, hier ist ein Vogelnest oder Krähennest. Das müssen wir uns merken. Nehmt die Eier hier noch nicht raus, weil es gibt später eine Quest, da braucht ihr die Eier. Merkt euch einfach nur, wo das Krähennest ist. Wenn ihr jetzt so andere Krähennester findet, die würde ich, könnt ihr dann auch sammeln. Aber wie gesagt, das würde ich da liegen lassen, bis dass ihr die Quest gemacht habt. Das ist mir einfach wieder zu finden. Weil für die Quest müsst ihr wirklich Eier sammeln. Die dürft ihr nicht vorher schon im Inventar haben, sonst wird das nicht getriggert. Na, wartest du schon darauf, dass du arbeiten kannst, Akku? Ich mach ja schon Henne. Wir wollen es ja beeilen hier. So, ich mache ja erstmal hier den Bambus jetzt. Ich hab so das. So, und dann müssen wir die Dinger hier fertig machen. Leerer Eingang. Okay. Nein, jetzt haben wir einen Bambus zu wenig. Ich glaube das ja gar nicht.
Sollen wir nochmal wegen einem Bambus zurückrennen? Ja, na gut. So, ich glaube, hier hinten war das runter, ne? Da oben, genau, bei den Kirschblüten. Da. So. Ja, 6 sind ein bisschen viel, so. Ja, man braucht 5 oder 6 Schläge. Für einen normalen Baum brauchst du, glaube ich, 3 Schläge. Okay, der hatten wir schon drauf gehauen. Also guck. 1, 2, 3, 5, 6 Schläge. Ja gut, brauchst bei dem anderen Baum auch, ne? 3 bis er fällt, 3 glaube ich, bis er fällt. Dann nochmal 1 zum Entasten. Und dann haust du noch mal drauf um. Die Stämme, ja, kommst du auch auf 6 Schläge. Von den Tiergeräuschen hört sich das an, als wenn hier irgendwie so ein Truthahn oder irgendwie sowas rumrennt. Was? Auf jeden Fall so eine Vogelart, die auch schon mal gerne auf den Teller kommt. So, jetzt haben wir erstmal allen Bambus, den wir hier kriegen konnten, glaube ich. Ne? Woanders habe ich noch keinen Bambus gesehen. So. So, das Ding ist fertig. Ach, da, Holzstämme. 5 Stück brauchen wir, ne? So, die Wände brauchen wir eigentlich gar nicht reinbauen. Können wir später noch machen, aber jetzt im Moment lasse ich sie weg. Weil das Lager funktioniert dann auch so, ohne die Wände. Wenn wir es gleich fertig haben. So, was sagt der? 5 Baumstämme, ne? So. So. Bin hier gerade am Testen. Wie viele Schläge brauche ich, bis er fällt? 1, 2, 3, ich glaube 5 Schläge, ne? 3, 4, 5. Und dann nochmal 2, okay. Brauchen wir sogar noch einen Schlag mehr als bei dem Bambus. Einen Baum können wir noch mitnehmen.
So, würde sagen, dann bauen wir noch fertig hier und dann geht's in die nächste Folge hier nach. So, das Lager ist fertig. Das können wir ganz schnell testen. So, jetzt können wir nämlich das hier alles reinpacken, was wir so nicht brauchen. Holzkohle, kann ich die auch hier reinpacken? Ja, den Bambus können wir hier reinpacken. Die Äste, ja, wobei die Äste behalte ich mal, die brauchen wir noch. Bretter brauchen wir auch noch. Kann ich das auch hier reinpacken? Ne, das hat nichts mit Holz zu tun. So, pass mal auf. Ne, die brauchen wir ja noch. Ja, haben wir das Holzfällerlager fertig. Das heißt, wir müssten doch jetzt der Akku sagen können, dass die da arbeiten soll. Ah, nicht mit Escape, mit Tab machen wir das ja auf. Hier, Dynastie. Arbeitsplätze. Was soll das? So, Akku. Arbeitsplatz zuweisen. Nee, ich weiß das. Ich weiß jetzt nicht, was sie mit dem Patch alle so geändert haben. Auf jeden Fall im Stream vor dem Patch konnte ich die hier zuweisen. Na gut. Ja. Wir bauen dann als nächstes Nahrungslager, würde ich sagen, ne? Ist ja egal. So, ach komm, wir fangen hier mit dem Nahrungslager an und dann geht's weiter.